bei La Folista Lecker. An meiner Seite mein persönliches Idol in Körperstraße, Mirko Nomchev. Ich begrüße Sie. Dein Applaus. Ich danke Ihnen. Wunderbar. Mirko, dich mal bei mir haben zu dürfen, ist für mich, wie soll ich mich ausdrücken, sensationell. Ja. Du bist der einzige Mensch, der eine Sprache beherrscht, die ich gerne lernen möchte. Und zwar die des Körpers. Richtig. Mirko, kannst du vielleicht in Körpersprache sagen, was du jetzt Leckeres kochst? Ich weiß gar nicht, was ich koche, aber mir wird es 10-mal gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, es ist ein Zanderfilet. Das mache ich. Er macht einen Käsekuchen. Wieso? Ja? Ich mache einen Käsekuchen, aber Kongas. Wen? Oh, Scheiße. Singas, nee, Kongas. Nee, im Backofen. Horst. Im Backofen machst du mache ich ihn und ich mache den Käsekuchen Horst. Er macht mich zum Käsekuchen. Okay, es wird eine ganz spannende Sendung. Ich mache Zanderfilet mit einem Möhrchengemüse-Kartoffelchen dazu und wird schon lecker werden. Mirko, ich freue mich. Fantastisch! Ja. Aber Mirko, weißt du, ich wäre ohne den Teil, der zu mir gehört und der auf der anderen Seite steht, ungefähr das, als wenn du bewegungslos erzählen müsstest. Hier ist er, Johann Lafer. Hallo! Liebe Zuschauer, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. An meiner Seite eine wunderschöne Frau. Ich muss sagen, wenige Frauen begleiten mich immer morgens beim Frühstück. Aber sie ist ständig bei mir. Herzlich willkommen, Patricia Schäfer. Grüß dich, servus. Patricia, ich muss sagen, ich war heute so gespannt, ja, dich zu sehen, weil ich gucke wirklich so gerne Frühstücksfernsehen. Ja? Und dann, wenn man jemanden so oft sieht und nie persönlich getroffen hat, finde ich das schön. Und heute noch zusammen kochen. Umgekehrt geht es mir ja auch so. Samstagnachmittag sehe ich immer den Johann da vor sich hin kochen und endlich stehen wir mal zusammen am Herd. Genau. Sehr schön. Du wirst heute eine Suppe zubereiten, und zwar eine Suppe aus Kartoffeln. Nicht irgendeine Suppe, genau. Das ist eine, die hört sich schon mal. Ich finde es wichtig, dass sich Sachen gut anhören. Ne? Genau. Also Kartoffelpastinakensuppe mit Leberwurstcrostini mache ich. Lecker! So. Und auch ich werde ein typisches winterliches Gericht zubereiten, und zwar so eine schöne Quiche, die wird gefüllt mit Wirsing. Obendrauf kommt Lachs und dazu kommt ein Muskat-Sabayone. Oh. Also zwei Gerichte. Und ich würde sagen, du kannst gleich anfangen, die Pastinaken zu schälen und auch die Kartoffeln klein zu schneiden für die Suppe. Alle? Ja, und bevor ich jetzt noch weiter über weitere Zutaten spreche, würde ich sagen, muss ich erstmal den Mann begrüßen, ohne dem es nicht gehen würde, hier zu kochen. Horst. Hallo, mein Johann. Alles klar? Ah, wunderbar, Johann. Sag mal, jetzt so Anfang Januar, ich bin ja gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Beim Schnee, leider Gottes, hatten wir irgendwie mit der Sonne hatte ich Probleme. Ich bin nicht braun geworden. Du hattest keine Sonne, ha? Nee, wir hatten keine Sonne. Warst du eingeschneit? Ja, es war sehr schön. Also es war so ein wunderschöner Weihnachtsurlaub, wie ich mir nicht gewünscht hätte. Aber was mich jetzt interessiert, Johann, wie haben dir meine Weihnachtsgeschenke gefallen? Du, die waren so spannend, darüber möchte ich lieber gar nicht reden. Johann, du weißt ja, ich habe in 6 Tagen Geburtstag. Ach so. Ach du Scheiße. Was möchtest du mir denn schenken? Ja, ich meine, Kuh habe ich dir schon geschenkt. Die Steigerung vielleicht danach wie ein Esel. Ein Esel? Warum Esel? Soll ich jetzt Salami selber machen? Oder warum, Johann? Ist das eine Anspielung? Ich werde süße 48. Guck mal, so jung warst du auch mal. Ich meine, gut, ist 20 Jahre her, aber das war schon schön. Ja, ne? Guck mal. Johann, was machst du denn da locker leicht? Ich mache jetzt einen schönen Quicheteig, und zwar einfach Mehl, Ei, Salz und Butter. Verrühren. Und dann haben wir einen schönen Teig, damit wir nachher die Förmchen ausgelegt. Okay? Aha. Ein Teig. Ein Quickie mit Teig. Was heißt ein Quickie mit Teig? Oder habe ich das falsch verstanden? Weil ist auch Butter drin? Ja, klar. Und wichtig ist auch für so einen Teig hier, niemals zu lange rühren, sonst wird er brandig. Ja. Guck mal, der hat nervöse Zupfen. Ja. Mirko, ist alles okay? Es ist alles okay. Ich bringe zwar alles durcheinander, aber was soll's, es schmeckt trotzdem nachher. Ja, weil was ich habe ja den 6. Stern. Ich habe 2 Eier von zu Hause mitgebracht. Weißt du, was ich aber ganz spannend finde, Mirko? Mhm. Das Harte da
ist falsch. Ja, das sind Schalen, weißt du? Das hat man mir nicht vor der Sendung gesagt. Ja, entschuldige bitte, Burg, aber weißt du, wenn okay. Ich mein Gutes, wird lecker. Nee, das mache ich nackig. Schon wieder raus. Das siebe ich aus, das schaffe ich schon. Ja. Jetzt mache ich noch ein bisschen Mehl rein. Moment, das ist kein Mehl, das ist Kartoffelstärke. Aber Mirko, man merkt schon, du kochst sehr gerne in deiner Freizeit. Nee, zu oft, dass ich es wieder vergesse. Das ist schwierig bei mir. Das Schwarze, was du da jetzt reingetan hast, weißt du noch, was das war? Das ist ein wenig von der Zimtstange. Ist das Zimt vielleicht? Von der Zimtstange? Die wachsen bei mir im Garten. Bei mir ist das, sieht das aus wie Zimt. Das ist eine Vanilleschote. Seit wann? Riech mal dran. Ja, das ist richtig. Du hast komplett recht, ja. Ja, das ist das Schöne bei dir. Pass auf, ganz kurz für den Käsekuchen. Weil das Schöne ist, die Sendung ist 45 Minuten lang. Wir haben jetzt schon 7 Minuten erzählt. Der braucht 35 Minuten im Ofen. Das heißt, du hattest 10 Minuten Zeit, den Teig fertig zu machen. Jetzt noch 3 Minütchen. Heißt, Ei schnell aufschlagen mit der Vanilleschote drin. Den Zucker unterrühren, ganz schnell. Ja? Dann fügst du bitte hier diesen wunderbaren Frischkäse unter. Schlägst das. Dann kommt die Kartoffelstärke dazu. Dann kommt der Eierlikör dazu. Dann kommt eine Messerspitze Zimt dazu. Ja, ja. Und dann der Rest und ja, und dann hast du den Teig fertig, machst du raus. Das geht doch gar nicht. Hol mal ganz schnell. Ja, ist richtig. Also in der Reihenfolge. Okay, mit was soll ich schlagen? Mit dem Gerät. Mit dem Gerät. Aber erst die Sachen, okay? Nein, erst aufschlagen. Ist richtig. Ah, erst aufschlagen, dann erst aufschlagen, dann den Rest dazu tun. Das kann auch mal einem Profi passieren. Dann bitte ich bitte Sie. Johann. Brauchst du weißt du den Rest? Alter Schwede, ich habe ganz andere Geräte zu Hause. Zum Beispiel meine Frau. Alter Schwede. Okay. Ist das ein bisschen viel, glaube ich. So ist besser. Würdest du das bitte moderieren, währenddem du das machst? Ich moderiere. Ich habe jetzt gerade meine Eier, wie gesagt, von zu Hause. Von meiner Farm in Venezuela. Und da drin sind ein bisschen... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Das kann doch nicht, was ist denn für ein Gerät? Mein Gott! Okay, das kann passieren, darf aber nicht. Ja. Aber wo hat man den, wo habt ihr den ausgelassen? Bitte? Mirko ist in seinem Nebenjob Trainer. Nein, ich habe die 6 Sterne in Deutschland eingeführt, also ich bitte Sie. Was für Sterne? In der Hotelküche. Verstehen Sie. Ja, aber so, ist das genug oder ein bisschen noch? Nee, das ist schon schön. Jetzt machst du den Frischkäse schön. Oh, nein, wieder falsch. Oh, gut, konzentrier dich. Warte, ich gebe dir auch noch einen Teigschaber. Ja. Kennst du einen Teigschaber, kennst du, ne? Ja, ich habe in einer Goldmine in Venezuela gearbeitet. Da muss man schaben. Ja. Hey, das ist hier dieses. Kochst du gerne? Ja, aber ich habe zu wenig Zeit. Aber dafür habe ich habe Personal. Ja, in der Goldmine. Ja, natürlich. Nee, das geht ja gar nicht. Aber ist egal. So, das mache ich jetzt. Horst. Ja. Wie hältst du das aus da? So. Super. Endlich mal einer, der meine Sprache spricht. Soll ich denn alles reinmachen? Oder? Ich mache einfach mal. Ich, wie in Venezuela. Ich habe mir jemand geholt, die wirklich arbeitet in der Küche da. Kartoffelschäler hier, der ist was für fortgeschritten. Mama. Okay, ich meine, also wenn du Hilfe brauchst, Mirko, sag Bescheid, ja? Was hast du hier? Hilfe, Hilfe, das ist für mich ein Fremdwort. Was soll das? Hilfe. Okay. Ach nee, erst schlagen, entschuldige. Schlagen. Nicht wieder diesen Knopf, entschuldigen Sie. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja. Ja, nicht meckern, ich bin noch nicht fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte mich doch verarschen, mein Gott. Ich habe überall gelebt in der ganzen Welt. Ich habe überall gekocht, aber noch nicht hier, okay. Patricia, bleib da. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist das richtige Messer. Nee, zum Schneiden für Kartoffeln. Ich mache doch alles so, wie er gesagt hat. Oh ja, so schön, ja. Gleich anspitzen, dann wird es nicht mehr. Ich möchte wirklich mir allergrößte Mühe geben. Ich bitte Sie. Das ist zu viel! Nein, der muss rein, sonst wird der nicht hart. Ja, natürlich! Und, was ist mit dem Gerät? Wo ist der Service? Das ist ja eine schlechte Ausgleichsstation. Ich kann wirklich nichts dafür, ich bin wirklich Profi, bitte. Bitte geben Sie Applaus, bitte viel. Ich bin davon, wenn du... Ja, danke schön. Mama.
Man sieht, dass das du Profi bist. Ich bitte Sie. Ja. Ich habe mich so lange vorbereitet. Echt, das ist nicht gerechtfertigt. Obwohl, er ist schon besser wie manch ein anderer, den wir hier hatten. Wir hatten schon Leute, die haben versucht, die Schüssel zu bewegen, den Mixer festgehalten. So, wir machen jetzt hier erstmal die Füllung für unsere Quiche. Speck anbraten mit Schalotten. Wir sind dazu, um Butter schön alles glasieren. Und hier wird gleichzeitig auch die Suppe gemacht. Ja, aber ist das Patricia, nicht, was machst du? Ich jetzt schon, ich mache hier meine Kartoffelpastinakensuppe, aber ich muss da jetzt erstmal das Gemüse drin anschwitzen. Jetzt ist schon braun. Kann ich das mit einem kleinen Stück? Kleine Schalten hier. Ja, und dann gibt es dazu so gleich die Zwiebel. So ein Hightech-Herd. Schalotten und Knoblauch. Das kommt da auch noch mit rein. Ja, und du machst schon mal die Kartoffel gleich rein. So, dann sagte er. Aber habt ihr auch sowas wie ein. Kochlöffel auch die Augen meines Vaters. Ja. Ach du Scheiße. Nee, die soll zum Schluss, entschuldige. Ich will jetzt wirklich kein. Ist das zu früh? Nein, die darfst du ruhig rein. Okay, aber du magst keine Rosinen. Nein. Dann machen wir extra starke Rosinen. Genau. Laut Rezept müssen die alle rein. Ja, okay. Nee, das wäre jetzt wirklich zu übertrieben. Sehr schön. Also man merkt wirklich. Ach, den Eierlikör. Ja, wer sagt denn? Ach, du sagtest es. Genau. Ja. Du hast Mehl im Gesicht. Aber du kannst das tragen. Echt? Okay, warum nicht? Ich hoffe nur, dass das Mehl ist. Ich hoffe auch, sonst drehe ich gleich durch. Okay. So. Ja, das sieht natürlich ein bisschen professioneller aus, okay. Ja, wenn du jetzt wieder rühren würdest. Oh, das mache ich gerne und sehr gut. Ja. So. Wo will er hin mit mir? In den Kühlschrank? Nein, okay. Nee, wir müssen aufpassen auf Johann. Bitte verlass mich nicht, du Maschine. Ich hab schon geschaut, was der vorher genommen hat, bevor er hierher kam. Ich habe nur Kaffee getrunken. Ich muss mal kurz den Puls messen. So, also, werden jetzt Kartoffelpastinaken angebraten, aber alle, bitte alle reinmachen. Ja, aber weißt du, ich mach so while I go, weißt du, die können ja schon mal schwitzen, ja, die anderen noch frieren. Also, aber du kommst aus Franken, gell? Ja. Aber das hört man. Was machst du, Patricia, while I go, oder was? Ja, also, weißt du, ich bin so niemand, der schon alles vorbereitet hat. Ich koch so, ich fange an und dann... Oh, Zuschauertelefon. Ist sozusagen der Zeitdruck entsteht, weil die Sachen schon so weit sind. Ja, Moment. Ja, hier ist er, und dann besser. Ja, Moment. Ich habe Sie gleich, hier ist ein Druckloch. Moment, warten Sie. Sie möchten den Mann sprechen, der seine Waffe im Gesicht trägt. Ja, Moment. Ja, hallo. Oh, nee, das kann ich ja nicht. Ja, Quatsch ist das, jetzt kann ich doch gar nicht arbeiten. Noch 10 Minuten, dann können Sie ihn abholen. Leg wieder auf, das ist schön. Ja, Dankeschön. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, das ist aber ein hübscher Mozzarella hier. Ja, der ist super weich, gell? Das ist gut. Sehr schön. So, dann tun wir alles hier rein, tun wir das durchmixen. Gib's mal wieder her dann. Ihr habt aber auch so super Messer, ja? Also ja. Echt sensationell. Ja, das Tolle an unseren Messern ist, die kann man also wirklich zum Schneiden benutzen. Ja. Oh, hallo. Ich möchte ja sehr pass auf, solange Johann da Krach macht, ist alles gut. Ja, jetzt machen wir das, der Teig, der müsste fertig sein. Jetzt ist er fertig. Dann nimmst du dir ein bisschen Alufolie. Ja. Man kann aber auch Frischhaltefolie nehmen. Man kann auch einen Handschuh nehmen. Man kann es aber auch komplett lassen. Man kann das auch mit den Fingerchen so machen. Jetzt butterst du die Form schön ein. Jo. Das hast du jetzt schon gemacht, schade. Ja, ich wollte es dir nur mal zeigen. Wir waschen die gleich noch mal. Okay. Dann machst du ein bisschen Mehl rein, mit dem du das ausmehlst. So. Und ein bisschen Vanille. So. Spaß muss sein. Mehl wieder weg. Ja. So, und dann siehst du, es bleibt so ein bisschen Mehl in der Form hängen. Okay. Und das hilft nachher dabei, dass dieser wunderbare Teig nicht festklebt, wenn es gebacken ist. Okay. Jetzt musst du diesen wunderbaren Teig für 35 Minuten bei 180 Grad in den Backofen stellen. Um Luft oder? Ach nee, ihr habt ja ganz speziell. Nee, wir machen Ober-Unterhitze. Das habe ich noch nicht gehört. Und nach 35 Minuten könnte der fertig sein. Und du hast jetzt ein bisschen Zeit, weil du kannst jetzt hier spülen, die Rosinen im Publikum verteilen. Und ich koche in der Zwischenzeit ein kleines bisschen. Das ist ja wie Jesus. Ich verteile die Rosinen unter den Armen. Oh Gott, Moment. Oh mein Gott! Ja.
Oh Gott. Nur eine bitte, dann ist es. Als würden Sie mich mögen. Okay, bitte Sie noch. Das gibt ja Tinte auf den Füller. Johann, ja. Ich habe ihn jetzt mal weggeschickt. Erklär mal schnell dein Essen. Ja, ich muss hier irgendwas zu tun haben. Komm, ich habe jetzt hier einmal den Teig ausgerollt, in Förmchen gegeben und dann ausgestochen vorher. Jetzt kommt drauf dieser Wirsing mit dem Speck. Gewürzt. Ich weiß gar nicht, warum du den jetzt noch im Schirm reinfüllst. Da machst du oben noch drauf einen Scheiben Mozzarella und dann ist die Glasur drüber. Dann schiebst du das Ganze in den Ofen rein. Ja, so, schau her. Sag mal, du bist ja wirklich bekanntermaßen der Rührei-Weltmeister. Hat man gesagt. Ja, ich hab's gelesen. Das stand im Guinness-Buch der Rekorde. Ja, das stand der. Rührei. Möchtest du uns mal zeigen, wie man ein perfektes Rührei macht? Sehr gerne. Gehört zwar nicht zu meinem Rezept, aber... Ist egal. Ich brauch... Hier sind Eier. Wo? Ach so, ja. Hier sind Eier. Ich hätte auch eigene, aber die nehmen wir nicht heute. So, und dann zeig einfach mal, wie viel nehme ich? Wir sind zu viert? Wir sind zu viert und haben 600 Mann im Publikum sitzen. Das schaffe ich nicht. Okay. Mach ich mal. So, Schüsseln und alles stehen hinter dir. Weil wir haben so viel Zeit, da mache ich noch ein Rührei. Was ist eigentlich der Besondere an deiner Art, Rührei zu machen? Das bin ich jetzt mal gespannt. Das habe ich im Ritz-Carlton gelernt. Im Ritz-Carlton? Ja. Erst habe ich den Ritz, dann den Carlton. Aber das habe ich wirklich so in meinen Hotelaufenthalten in der ganzen Welt gelernt. Ich habe immer zugeguckt am Frühstücksbuffet. Und die machen ja auch in den ganzen Sachen Zwiebeln rein, Tomaten rein. Also alles schon vorher rühren das an und dann schön. Ja. Wichtig ist natürlich beim Ei. Wenn man zweit ist, noch wichtiger, dass es nicht trocken schmeckt, sondern sehr saftig noch ist. Also im eigenen Saft noch brutzelt. Also nicht zu trocken wie eben nicht zu trocken. Ja, und wie machen wir das? Indem man eine Pfanne nimmt. Achso, wir haben gar keine. Haben wir eine Pfanne? Doch, Pfanne haben wir. Wir haben Pfannen, doch. Ich wechsle das Lager. Er macht jetzt Rührei, ja. Alter Schwede, das ist eine Hotte Cuisine. Komm, bleib mal hier, bleib hier. Ja, wer besser? Machen wir hier das Ei bitte hier. Komm, mal sehen. So, so dann nehme ich noch eine kleine Schüssel. Ja, eine Leberwurst? Ja. Ich glaube, im Kühlschrank. Da liegt sie schon. Nein, das ist eine Muffinform. Okay, Moment. So, jetzt musst du mal zeigen, wie du Rührei machst. Da bin ich mal gespannt. Oh Gott, ich schwitze jetzt schon. Komm, was brauchst du? Schüssel? Ich nehme einfach eine ganz normale Schüssel aus Deutschland. Ja, bitte. Mirko, weil eins musst du wissen, eigentlich das Beste macht Johann Lafer. Und der kann das ja gar nicht leiden, wenn da jemand an seine absolute... Okay, dann habe ich wenigstens einen Auftrag, okay? Ja, Disziplin geht. Ich brauche dazu natürlich auch meine Eier. Ja. Wer hat schon Eier heutzutage? Mit der ganzen Mann. So, nur die Hälfte, Hälfte. Ich hab dir immer so ein... Ich könnte jetzt jonglieren, aber ich lasse es. Oh. 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 So, wie schaut's aus bei dir? Oh, scheiße, schon wieder. Das macht man nicht. Ich weiß, aber ich muss mich konzentrieren. Ich bin ein bisschen unter Strom. Ich habe zu viel Kaffee getrunken vorher. Ja. Genau. Das Besondere ist, dass er die Schalen drin lässt, Johann. Das machen wir nur im Ritz-Carlton. Das wird da nicht lassen. Ach so, da warst du vorher. Naja, war ich doch. So, okay. Okay. Wir nehmen noch eins. Was brauchst du noch alles für Rührei? Ich würde gerne, also es kommt darauf an, was man so gerne möchte. Man kann Zwiebeln, Bacon, man kann Tomaten, Zwiebeln, man kann... Ohne was? Man kann auch ohne was. Das war ein Zeichen, okay, ich mache ohne was. Ist natürlich für mich sehr simpel und sehr einfach, aber ich mach's trotzdem. So, jetzt, was brauchst du noch alles? Jetzt brauche ich etwas zum durch... Okay. Sie verstehen? Das ist für Kinder. Okay, aber ich mach's trotzdem. Und wichtig ist vorher natürlich nicht einfach die Dinger in die Pfanne, sondern gleich vorher etwas... ich mach's einfach. Guck dir das genau. Ah, das Brot schneiden. Genau, mach ich das jetzt. Einfach rein zum Punkt. Ja, mein Junge, bleib ruhig, bleib ruhig. So, das reicht schon einmal. So, dann brauche ich ein bisschen Butter. Butter ist hier. Sehr gut. Danke schön. Bitte sehr. Aber wenn es geht, heute noch. Ja, natürlich, jetzt so wie viel. Ah,
Ja, das ist schwierig, wenn die Butter sehr zäh ist. Okay, okay, okay. Man darf auch nicht zu viel Butter nehmen, Scheiße, das kriegt nie wieder ab. Okay, das ist schwierig, weil der Kredit. Ja, Mist. Ich mach's einfach mit der Hand, weil ich. Brauchst du auch Hitze? Ja, teilweise, teilweise. Soll ich einschalten? Mach ruhig die 5. Die 5. Ich geb dir 6. Oh, das ist schon gefährlich. Mach ich 5, okay, gut. Sag mal. Schon mal reicht. So. Mehr, weniger. Was ist jetzt das Besondere an deinem Rührei? Ja, warte. Genau, ja. Ich mache ja nicht nur Quatsch. Ich bin gespannt. Nein, ich merke schon, du machst das sehr schön. Probier das Ei und dann sag deine Meinung. Ja. Ich finde es auch spannend. Ich finde es sehr. Ja. Wie bist du denn damit ins Guinness-Buch gekommen? Ich habe viel bezahlt. Nein, ich kenne ein paar in der Jury. Nee. Oh Gott, Johann. Was soll ich mit diesen. Ich bin gleich fertig, Johann. Sag mal, jetzt mal ohne Witz, Horst. Ja, jetzt ohne Witz. Ja, Johann. Weil Spaß muss sein. Komm, du bist doch jetzt richtig glücklich, dass ich immer bei dir bin, oder? Ja, ich muss sagen. Okay. Ich habe jetzt heute gemerkt, was ich an dir habe. Scheiße. Ja. Ich möchte nicht diese Schürze. Ja. Ja. Was ich brauche nur das und dann bin ich schon fertig. Ja. Ja. Ah, Patricia. Ach, Horst. Wie hast du Weihnachten verbracht? Sag mal ganz ehrlich. So richtig schön, gemütlich. Du ganz gemütlich mit lecker Essen. Ich bin bekocht worden, ja. Ja, von wem? Ich koche auch selber. Ich koche das super gut. Aber ich lasse mich noch viel lieber kochen, weil das passiert nicht so oft, wie dass ich selber koche. Ja? Na, jetzt Rührei. Wie geht das? Also Rührei kommt jetzt in die Pfanne. Meistenteils ja. Nur das Ei. Ja, wie gesagt, vorher hatte ich gesagt, man kann natürlich auch. Kommt da keine Salz, kein Pfeffer, keine Sahne, nichts rein. Oh, jetzt erinnerst du mich an Johann. Dankeschön, dass du. Okay, okay. Ja, er hatte recht. Aber nicht zu hoch die Flamme. Johann, ja, das ist natürlich Welten, ist klar. Normalerweise sage ich ihm was in die Sachen rein. Das ist doch ein Omelett. Das ist ein bisschen wie ein Pfannkuchen. Ein Omelett ist das. Nee, es kommt ja noch. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich so. Ich meine, ich habe Vertrauen zu dir. Ich mache kein Spiegelei, Johann, kein Spiegelei. Nee, also. Ich war. Das für unsere Brote. Ach, Scheiße, aber ich habe wirklich die Pfeffer und die Salz vergessen. Kleiner schneiden. So, nee. So schön anbraten jetzt die Brotscheiben da in Trüffelbutter mit. Etwas. Also optisch erinnert mich das an was. Was? So nach einer Party. Wollen wir da jetzt schon noch? Oh Gott, ich kann nicht. Nee, an die Vorhänge von meiner Oma, die hatte die in der Küche so hängen. Ach, jetzt übertreib nicht bitte. Doch, die war Kettenraucherin, war auch alles gelb. Oh, das ist viel Scheiße. Konzentration. Joa, was machst du da, Lecker? Ich mache die schöne Kartoffelpastinakensuppe oder die Patricia macht das. Dazu gibt es jetzt schöne Crostini von Leberwurst. Und ich soll der kleinen Charlotte mit dem großen Messer. Nein, wir haben auch kleine Messer da. Guck mal da, für dich ganz klein. Also, heute wird es besonders gut schmecken. Also ich bin sehr froh, dass ihr jetzt alle da vorne seid. Ich kann jetzt mal hier ganz in Ruhe, weil ich habe hier schön Knoblauch, ein bisschen angedünstet mit Butter und Tröpfchen Öl. Dann die Möhrchen dazu gegeben, eine Peperoni dazu geschnitten, mit ein bisschen Gemüsefond von Johann aufgefüllt. Ich hätte sonst Brühe genommen. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen garen. Hier habe ich ein paar Salzkartoffelchen. Jetzt bin ich gerade meinen Fisch am Vorbereiten. Und das Sößchen habe ich auch schon vorbereitet. Hier vorne in dem Töpfchen eine schöne Mehlschwitze gemacht, wie früher. So, ist dein Ei fertig? Bitte? Brauchst du einen Teller? Wichtig ist nicht zu oft wenden. Das ist der Fehler. Ja. Komm her. Also, ich würde es ja selber gerne essen, aber ich habe es euch ja versprochen. Machst du in der Schüssel rein, damit jeder sieht? Jo. Sehr liebevoll angerichtet. Guck mal. Ja. Manchmal hat man eben keine Zeit. Ja. Ich würde dir vorschlagen, damit ihr nicht sieht, nur ein bisschen Garnitur drauf machen. Oh, und jetzt sieht schon wieder gut aus. Das kann nicht sein. Und da machen die Blau. Das ist doch noch. Was da? So, Patricia, probier. Also das war unter 3 Minuten. Ich komme zum Probieren, ja. Ja, ich auch. Ja. Hast du es ja probiert? Probier. Ich muss nicht unbedingt. Nee. Ich habe ja solche zuerst. Ihr habt zugeschaut, was er reingemacht hat. Ja? Oh, das ist genial! Und ich hab's erst später gewürzt, das muss man bedenken. Man macht's ja vorher schon, wenn man das rührt. Und hey, also Johann, das ist einwandfrei Ei. Leck mich am Arsch, es ist einwandfrei. Fehlt so ein bisschen Gewürz, aber saftig ist es, ne? Also ich fände das ja super, wenn das ohne Schnittlauch gewesen wäre, weißt du? Wie sagtest du, ohne oder mit? Ohne. Ja. Gut, das ist, das kann man machen, wie man will. Ja, weil
Jetzt mal bitte ganz ehrlich, Patricia, sag mal was dazu, wie schmeckt das? Ich finde, das war genau richtig, weil es war ein bisschen noch schön saftig, ein bisschen fluffig, nicht zu trocken. Aha. Ein bisschen Salz nicht, hätte ich dran getan. Nein. Habe ich, aber ich wollte einfach ein bisschen. Darf ich zur Güte mal einen Gegenvorschlag machen? Sehr gerne. Johann, bitte. Darf ich mal eins kochen? Ja, mach du mal einen Rührei. Gut, das möchte ich sehen. Ja, ihr macht wirklich für dich ein? Ja. Ich meine, jetzt bin ich gespannt. Oder ist das, was er nicht kann? Nein, war super. Gespannt. Weißt du, wofür ich dankbar bin, Mirko? Ja. Das ist das erste Mal, 3 Jahren Laferlicher Lecker, dass Johann Lafer ein Rührei macht. Bravo! Bravo. Ja. Wieder eine Revolution! Aber Johann, gibt es einen Test, ob jemand kochen kann? Gibt es einen Test von guten Kochen? Aber also noch zum Beispiel, hat er nicht gewiesen, dass er es kann. Also ich sage dir eins, ein gutes Rührei ist schon mal eine Herausforderung. Ist das der Test? Ist wirklich so. Ist nicht einfach, so. Wir brauchen jetzt erstmal Eier. Eier, Johann, halt, ich habe Eier. Wie viele hättest du gerne? 2? 4 Stück. 4 Stück, gerne. Wer hat noch flüssige Sahne? Hast du Sahne da, flüssige? Johann, für dich würde ich auch Sahne besorgen. Ich glaube, wir haben hast du Sahne da? Schau mal. Also wenn das Sahne ist, ich glaube, das ist Sahne. Spaß muss sein, wirklich. Johann Sahne. So, also jetzt der Reihe nach. Ich würde erstmal, macht man rein unten in die Schüssel, unten. Flüssige Sahne. Mhm. Ja. Dann tut man rein die Eier ganz vorsichtig. Flüssige Sahne. Wieso vorsichtig? Weil das Ei darf nicht ganz zerrührt werden, sondern nur mit der Gabel durchzogen. Aha. Es darf also nicht kaputt gehen, das Eigelb. Ich brauche jetzt erstmal eine Gabel, bitte. Ja, eine Gabel. Das ist gut. Ich habe eine Gabel hier gesehen. Hier habe ich eine Gabel, Johann. Ah, sehr gut. Ich bin richtiger Schleimer geworden. Ja, das ist Johann, natürlich. Eine Gabel. Du hast schon eine Spur hinterlassen. Ja. Pfeffer. Okay. Johann, brauchst du noch irgendwas? Soll ich für dich schlagen? Oh, guck mal, früher habe ich für ihn den Pfeffer gemahlen. Heute geht's elektrisch. Salz. So viel. Ja, sind auch 4 Eier. Na gut. So, dann brauchen wir gehackte Petersilie, bitte, Horst, vorbereiten. Aber sehr gerne. Wir nehmen jetzt erstmal Butter. Ich mag ja gar keine Petersilie. Johann mag eigentlich auch keine Petersilie. Und wichtig ist, dass die Pfanne jetzt kalt bleibt. Die Pfanne muss kalt bleiben. Nur ganz leicht. Sie ist so am Meine Damen und Herren, das ist das erste Mal, dass eine Pfanne kalt zum Rührei braten So, jetzt schalte ich wieder aus. Die, auf Null die Butter. Ich habe jetzt die Pfanne auf Null. Jetzt ist ganz wichtig, dass man das Ei Mirko, nur so leicht... Temperatur wird gänzlich überschätzt. Ja, ja, nee, ist das stimmt. Weniger. Weniger ist mehr. Ja. Auch beim nur Sex. So ein bisschen kaputt, gar nicht so. Ja. Nur so ein bisschen kaputt rühren. Ah, dann habe ich schon falsch gemacht. Das Ei muss so richtig, die Schlier musst du sehen. Ja, ja. So. Ja. Das darf nicht so ganz verrührt sein. Und jetzt schütte ich das Ei da rein, gleichmäßig. In die kalte Pfanne, Johann. In die kalte Pfanne. Das sieht ein bisschen aus wie Käsekuchen jetzt, mhm. oder? Und hier, jemand schon mal da war und schon gegessen. Also das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, Johann, muss ich ganz auch ehrlich sagen. Auch Spiegelei macht man immer in der kalten Pfanne. Ja, Spiegelei verstehe ich, damit es außen nicht so knusprig wird, ne, wie man es eigentlich gerne hat. Und Spiegelei mit Sahne, Johann? Das habe ich, ist für mich neu. Nee, das Spiegelei mit Sahne machen wir nicht. Machst du Spiegelei mit Sahne? Also du fängst kalt an, Johann. Aber du machst dann warm. Nimm ruhig meine Petersilie. Der macht dich hier fertig und dann nimmt er einfach nur, aber das ist so. Ja, das ist aber bei uns so. Jetzt wird hochgeschaltet. Oh. Ja. Das ist deine jetzt kommt Schnittlauch drauf. Du musst trotzdem weiter, kommst du wieder Essen nicht fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich dir irgendwas helfen? Wir gucken jetzt mal nach, was die jetzt hin? Richtig. Unser Käsekuchen macht. Wir haben ja noch eine Stunde, dann haben wir ja Zeit noch. Wir haben noch ein Stündchen, noch zwei. Der Herr, jetzt schiebe ich das Ei so hin. Seht ihr, das ist eine Krone. Ist es hier? Aber jetzt hast du schon Temperatur dabei. Ne? Ja, klar. Bisschen. Jetzt hat er 7. Das heißt, du täuschst dem Ei erst vor, es passiert nichts. Das Ei wiegt sich in Sicherheit. Dann ist es überrascht und wird hart. Ja, genau, Patricia, wenn das Ei glaubt, jetzt bin ich sicher, es ist schön in der Sahne, kommt der Johann, dann machst du es langsam warm. Oder es erschreckt einfach, weil Johann da ist. Das gibt es auch. Dann kann das Ei nichts mehr machen. Genau, das Ei ist jetzt hoffnungslos. Jetzt bin ich sehr neugierig. Ich bin auch ich bin sehr sonst neugierig. Nicht neugierig, aber jetzt bin ich durchaus neugierig. Aber schau mal, wie der Johann da rührt. Ne? Das ist doch so. Das ich war früher immer besser dazu. Achso. Johann ist ja jetzt auch in etwa dabei, weil es ihm die Eier schon wieder leid tun. Also optisch finde, ist das mal eine Mega-Eins. So, jetzt brauchen wir einen Teller. Pass auf.
wenn man das sieht, wie Johann das macht, meine Damen und Herren, dann sieht man, dass Johann Lafer nicht nur kochen gelernt hat, sondern auch sehr lange Zeit im Ballett tätig war. Ja, ich wollte gerade sagen, Pina Bausch wäre begeistert gewesen von diesem Rühr. Die Mama wird jetzt sagen, das Ei ist noch roh. Nein, hör auf damit. Es ist nicht gut, wenn der Fisch nach Fisch riecht. Es ist eine alte Sache, aber es ist wichtig. Genau. Okay. Fisch sollte nicht nach Fisch riechen. Mach die Schalotten da hoch rein. Ja, wo Fisch drin ist, sollte nicht. Komm her, bitte, jetzt komm her. Probieren. Horst? Du auch? Jo. Ja, ich komme. Aber Johann, ist das nicht eine Salmonellengefahr, wenn das Nein, Ei noch roh guck mal hin, ist? Das Ei ist hier super saftig. Schau her, das ist gestockt. Das ist doch richtig Rührei. Willst du kein Omelett? Schau her, hier, super saftig. Ich sage jetzt eins wirklich, also ist wirklich jetzt. Nee, da kann man wirklich nicht mehr. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe hier noch gar nicht probiert. Das ist im Prinzip. Das ist wirklich zauberhaft. Achso, Moment. Das ist wirklich so ein bisschen wie Götterspeise. Nee, das Ei-Sushi. Ah. Ne? Also, das reißt mich dazu hin, Johann, es hier im Fernsehen wirklich öffentlich zu verkündigen. Meine Damen und Herren, ich werde nächste Woche Samstag bei Laferlicher Lecker. Und jetzt halten Sie sich fest. Ein Ei kochen. Bravo! Da gibt's gar keine Diskussion. Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen, Johann. Guck mal. Das ist ein Rührei und ein Sensation. Gekochtes Ei. Sensation. Ich schmeck, probier mal. Ganz ehrlich jetzt. Sehr, sehr gut. So, Johann, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe, weil ich rufe jetzt in Bangkok an. Schmeckt sehr lecker. Johann, hallo, Ruhe. Ich rufe in Bangkok an. Bist du in Bangkok? Ja, da ist ein Zuschauer von unserer Sendung, der Herr Lu. Sehr lecker. Lu, hallo? Ja, hallo. Können Sie mich gut hören? Hier ist Horst Lichter von Laferlichter Lecker. Ach, ja, ich höre, ja. Ja, hallo. Ja, hallo nach Deutschland, ey. Wo erreiche ich Sie gerade? Weil ich hatte so eine wahnsinnig lange Vorwahl. Bitte? Ja, das ist in Bangkok, direkt in Bangkok. In Bangkok direkt? Das ist aber jetzt nicht irgendwie so eine Namensverwechslung irgendwo in einem Eifeldorf Bangkok, sondern wirklich in Bangkok, ja? Nein, Bangkok in Thailand. Nee. Herr Lichter, ich wohne hier schon 10 Jahre. Ja, 10 Jahre. Ich sehe das auch immer, Laferlichter Lecker im Internet, das wird ja da glücklicherweise reingestellt und so, ja. Johann, wir sind im Internet. Ja. Johann, wusstest du das? Was darf ich denn für Sie tun, wenn Sie schon in Thailand leben, da, mein lieber Gesangverein? Ja, ich muss gerne mal selber kochen und so, und da habe ich mir eine schöne, schwere Frage mal ausgedacht. Ja. Herr Lichter, ja, bitte. Gibt es einen Trick, wie man Twitches besonders locker macht, dass sie nicht und auch nicht durchweichen? Und auch nicht durchweichen, eine Kiche. Ja, den Mürbeteig, der weicht doch immer durch. Ja, der weicht zum Beispiel dann durch, wenn Sie hingehen und den Belag, den kann man ja süß sowohl als auch deftig machen. Das liegt an der Luftfeuchtigkeit in Bangkok. Johann meint, da liegt an der Luftfeuchtigkeit. Hier gibt's doch alles frisch auf dem Markt. Das gibt's frisch auf dem Markt, Johann. Die Luftfeuchtigkeit auch? Ja. Sie merken, mit dem Herrn Lafer kann man nicht anständig reden. Hören Sie mir jetzt einfach mal in Ruhe. Ja, genau. Also ganz wichtig ist, dass Sie zum Beispiel den Belag... Hier würde ich mal ein bisschen Butter schenken. Herr Luke. Ja. Wenn ich jetzt die Chance von Ihnen bekomme, zu antworten, würde ich es in einem tun. Okay, dann bitte. Danke, Herr Luke. Weißt du, von Bangkok, das dauert ja auch immer, bis er da ist, was ich erzählt habe, Johann, weißt du, ne? So, also, ist auch wahnsinnig teuer, ne? Aber meinst du, was das im ZDF Geld kostet? Also, Herr Luke, mal ganz kurz. Wenn Sie all das, den Belag, den Sie nachher auf den Teich drauf tun, wenn Sie den zum Beispiel vorher nicht vernünftig abtropfen lassen, dann weicht der Teich auf. Wenn Sie den Teich zum Beispiel in einer Glaskeramik oder Porzellanschüssel backen, ist auch nicht gut, weil dann klebt er, dann wird er offenporig. Sie sollten ihn in einer Metallform schön backen. Wenn er fertig gebacken ist, dann sollten Sie vielleicht hingehen mit einem Brösel zum Beispiel, können wir das mit Paniermehl machen oder mit Gründen. Herr Luke, ich hab's heute nicht einfach hier. Dann sollten Sie auf jeden Fall auch den Boden vorher backen, vielleicht schon ein bisschen auskühlen lassen und danach erst belegen. Ja. So, und jetzt gebe ich Ihnen noch mal den Herrn Lafer, weil der macht gerade eine Quiche. Johann. Also erstmal grüß Gott nach, wie heißt es nochmal schnell, Sabadivakrap heißt der Begrüßung auf Thailändisch, oder? Sabadivakrap oder so ähnlich, gell? Was? Ja, Bangkok ist Bangkok. Ja, da kannst du.
Okay, nicht so schlimm. Auf jeden Fall, was man noch machen kann, ist bei der Quiche, damit sie besonders locker wird, in die Füllung von dem Teig, kann man reinmachen, und zwar einfach zerbröselte Crostini. Also den Mürbeteig machen, dann Crostini reinbröseln, dann wird der Teig noch lockerer. Genau, diese Stäbchen. Also diese Crostini. Die heißen Crostini, genau. Crostini, genau. Crostini reinbröseln. Hast du dich versprochen, Johann? Ja, Crostini reinbröseln. Und dann bei der Glasur kann man, also das heißt bei dem Eierstich, kann man drunter machen entweder Mozzarella, klein gemixt, oder auch, was gut ist, halb Sahne, halb Milch und dann weniger Eier nehmen. Ah ja. Ja? Sind Sie jetzt auch so verwirrt wie ich? Nein, ich schreibe das hier mit. Ich meine, ist egal, Bangkok ist Bangkok. Genau, genau. Ja, was gibt's sonst Neues? Ist alles anders. Sag mal, esst ihr in Bangkok Quiche? Ja, wir haben hier einen Haufen Fisch, aber da muss man aufpassen. Er fragt, ob Sie da Quiche essen. Er sagt, wir essen hier viel Fisch, ja. Ja, bitte. Ja, ich höre. Also, das Thai-Essen ist zwar gut und schön, aber jeden Tag nein. Nein, nicht. Nee, würde ich auch nicht jeden Tag Fisch essen. Ich meine, Hauptsache Bangkok ist Bangkok. Nein. Okay, wenn ich das nächste Mal da bin, laden Sie mich ein, ja, zum Quiche-Essen in Bangkok. Ja, auf jeden Fall. Oh, lassen Sie sich die Nummer geben von der... hier, von der Masseuse. Okay, also schöne Zeit, alles Gute, Servus, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Was macht ihr denn da überhaupt? Wir machen Quiche. Wir haben noch 2 Minuten Zeit und ich denke, der Kuchen, der braucht noch gut eine Viertelstunde. Das schaffen wir. Das ist viel Zeit. So, wir machen jetzt die Suppe fertig. Weißt du, was schade ist, Johann? Wir haben jetzt 2 Wochen lang keine Sendung, aber den Kuchen würde ich am 23. Januar dann trotzdem fertig zeigen. Das ist die nächste Sendung. Da hatte ich auch schon Geburtstag, Johann. Haben wir gefeiert. Oh ja. Gott. Ja, das wird eine Wahnsinnsparty. Was wirst du denn machen? Ja, ich lade Johann ein. Das ist reich! Ja. Das reicht, meine Damen und Herren! Oh mein Gott. Ich hatte ja mal überlegt, aber. Und dann gibt es weich gekochte Eier. Ja. Max Weich. Bist du auch ein Steinbock? Ja, bist du auch ein Steinbock, Patricia? Von Hause aus, genau. Ein Tag vor dir. Am 14. Januar? Ja. Nein. Ja. Ah, komm her, Patricia. Oh, ist eine große Freude. Der Steinböckchen. Ja, die Beste. Ja. Ich finde das auch großartig, dass du auch. Ich habe die Hörner hier. Ja, ich trage sie hier. Ja, ich trage hier die Hörner. Mein Schatz ist ja auch Steinbock. Ah, wirklich? Geht das? 5. Januar, 15. Januar. Das funktioniert wunderbar, ja. Was ist dein Schatz? Der ist Krebs. Krebs. Die kann Johann super lecker machen. Ne, Johann? Ja? Bitte was? Oh. Nee, ist okay. Ich bin wieder von meiner Suppe abgekommen. So, jetzt überleg mal, wie du den Kuchen gleich anrichten möchtest. Räum mal ein bisschen auf hier. Mach doch mal ein bisschen sauber. Ja, das ist scheiße. Spül mal ein bisschen hier. Ich gucke auch schon mal, wie ich den Fisch gleich anrichte. So. Salz und Pfeffer. Hallo. Also. Alter Schwede. Ich mach ja gern nicht Kuchen. So, oh, jetzt kann ich gar nicht mehr einfach Eigelb erstmal mit Bagdad. Weiß ich mal. Verstehen Sie, Bagdad-Käsekuchen. Ich könnte mal selber. Okay, nee, ich komme aus Berlin. Aus Berlin. Aus dem sonnigen Berlin heute noch. In Hamburg ist ja schon wieder schlecht. Immer Regen, saure Menschen. Nee, Quatsch, das ist immer schön hier. So, jetzt die Suppe abschmecken. Was soll ich noch machen? Käsekuchen. So, ein bisschen Butter reinrühren, jetzt in den Sabayon. Ach, das ist festgeschraubt. Fertig! Guckt euch das mal an! Ein bisschen Zitrone dran. Mach ein. Vielen Dank. Das ist wirklich, da soll der Johann, weißt du, was ganz wichtig ist? Guck mal hier. Keine Hitze. Ohne Hitze kann man den backen. Ja, der kommt frisch aus dem Ofen. Ja, ja, ohne Hitze habe ich den gemacht. So, jetzt musst du den nur hier rauskriegen. Die kommen da relativ locker raus, aber bitte ohne kaputt zu machen. Ja, das, ich bin ein sehr sensibler Typ. Achso, nee, erstmal. Das ist der erste Kuchen, den du musst vorm Essen musst. Pass mal auf. So, so jetzt kann man anrichten, gell, Mädel? Ja. Also, guck mal, jetzt haben wir hier Suppenteller, hast du? Ja. Hier, das ist gut hier. Das ist schön. Oh, so, guck mal da. Das wird schön anrichten, ich mach das nicht aus. Schön. Pass mal auf, jetzt tun wir den hier schön drauf. Ist das wirklich
wirklich erstaunlich, dass du mit dem ganzen Blödsinn trotzdem noch irgendwie, das ist unwahrscheinlich. Ja, es ist Wahnsinn. Ich muss auch jetzt nur noch mal ganz schnell mein Essen anrichten und dann kannst du das da vielleicht noch ein bisschen hübscher machen. Vielleicht ein Dreieck schön sauber rausschneiden, damit es hübsch aussieht. Das wäre sehr schön von dir. So, ich werde mich jetzt auch mal tüchtig beeilen. Ah, Mirko. Bist du eigentlich immer so ein ruhiger Typ? Ich bin fertig, Leute. Guck mal, da. jetzt gibt er wieder an. Super luftig. Super loftig, wolltest du sagen. Guck mal hier. Da muss jetzt noch was oben drauf. Schnittlauch. Das Zeug ist aber schwer hier. Das heißt, das ist heiß, Johann. Nicht schwer. So. Guck mal hier, wie schön der Fisch aussieht. Guck mal, wie saftig der ist. Das riecht ja vor Saftigkeit. Der helle Wahnsinn. So ein bisschen aufgeschäumtes Senfsößchen drüber. So, guck mal hier. Sehr schön. Tisch mit Sabayone hier, frisch zubereitet mit Rührei. Haben wir auch gegessen. Sehr schön. Toll. Kannst du Sabayone probieren? Ja, kannst du probieren. Das ist jetzt. Jetzt nimm deinen Kuchen und komm mit. Oh Gott, die Leute werden uns bestrafen. Stell's da hin, ich hole mal zu trinken. Alles vorstellen. Tada, unsere Kartoffelpastinakensuppe mit den Leberwurst. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Oh, lecker. Ich liebe Leberwurst-Butterbrote. Sieht aus wie Mette. Guck mal hier, kann man das einmal auch zeigen? Hier, guck mal, die Kiste und daneben die Suppe. Sehr schön, Johann. Sehr, sehr schön. Das riecht hier streng. Kann man einmal bitte noch zeigen, das Hauptgericht des Tages, nämlich das Rührei, welches mittlerweile von alleine getrocknet ist. Guck mal hier vorne. So. So. Was? Johann. Lass mir probieren, deinen Kuchen da. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Johann. Das war für mich eine der ruhigsten Kochsendungen, die ich je hatte. Wie nennt sich das? Mirko, ich danke dir. Wie nennt sich das? Käsekuchen, Johann. Das ist Käsekuchen. Das ist Käsekuchen. Aber man kann auch sagen Hamburgesser. Das ist ein Käseomelett. So, ist ein bisschen zusammengefallen. Ein bisschen wie so ein Frisbee, ne? Ja. Na, jetzt nicht. Aber wenn du damit einmal einen Hund groß gefüttert hast, läuft er nie wieder weg. Wir fangen jetzt mit dem Nachtisch an. Ja, ja, die Sendung ist sowieso vorbei. Also ich wollte sowieso sagen. Nein, ich kann sagen, es ist gut, dass wir jetzt 2 Wochen Pause haben. Es ist eine Zeit. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Laferlichter Leckermann in einer ganz ruhigen Fassung. Und Mirko, ganz toll. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass du gleich wieder geholt wirst. Dankeschön. Patricia, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Patricia.